Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Hier ist der Dani, wir spielen Call of Duty Black Ops. Als erstes muss ich sagen, es kann sein, dass ich heute etwas viel husten muss, da ich extrem erkältet bin. Meine Stimme hört sich auch extrem scheiße an. Hört sie sich aus so schon, aber jetzt ist halt noch schlimmer. Warum Black Ops und nicht CD4 wie in der Abstimmung? CD4 wird alleine auf meinem Computer einfach nicht laufen. Da müsste ich die Schatten alles sehr gering einstellen und dann zieht das Spiel einfach nur hässlich aus. Dann dachte ich, gut, dann machen wir halt Black Ops. Passt ja auch, ist auch vielleicht noch etwas aktueller als CD4. Ihr seht, ich habe die englische Version, da ich die in meinem USA-Besuch, ich war in Kalifornien und als ich in Kalifornien war, habe ich mir das Spiel geholt. Und dachte ich halt, ja, das mit Steam und so, das wird dann schon passen. Fehlanzeige, ich kann gerade mal offline spielen. Online ist nix, Multiplayer, ja, geht nicht. Zombies geht auch noch allein. Multiplayer gibt's da nicht jetzt für mich so. Ich werde euch aber trotzdem übersetzen, was die so sagen. Jetzt fangen wir auch mal zügig an. Ich baue nämlich das Spiel in einem... Ja, Resume Game, ich habe gerade eine Testaufnahme gemacht, deswegen, das, ja. This will override the current... Yes. Und wir spielen auf Soldat, also Regular. Damit ich nicht zu oft verkack. Und sage ich noch was zu, ich will das Let's Play in einem anderen Format aufbauen. Ich werde immer das Spiel missionsweise hochladen. Und dann aber wird's glaub nur 14, 15 Parts geben, das wird ein relativ kurzes Let's Play. Also, Moment, muss kurz trinken. Ja, ich soll da nicht so viel reden, aber scheiß drauf. Also, Mason, das ist der Typ hier, das sind wir, das bin ich. Wir sind in einem Raum gefangen, werden verhört, wissen nicht von wem, wissen nicht wo wir sind. Die fragen uns, wo wir sind und fragen uns nach den Zahlen, was diese hier bedeuten. Wir wissen aber nichts über die Zahlen. Und jetzt hat er uns gefragt, ob wir wissen, wer der Typ da, Dragovich ist. Sagen wir, fangen wir mal beim Beginn der ganzen Scheiße an. 1961 an der Schweinebucht in Kuba, Bay of Pigs. Der Kuba-Krise. Und Mason war da. Woods. Bowman. Also jetzt ist gerade gesagt worden, dass wir mit Woods und Bowman drin da waren. Und wir wurden anscheinend dahin geschickt, um Castro zu töten. Der Fidel, der alte Schlampsau, lebt ja immer noch. Komm, lade, ich will Part 1 auch nicht ewig werden lassen. Also länger als eine halbe Stunde. Gut, sagen wir mal, länger als 25 Minuten wird wohl kein Part gehen, sonst werde ich ihn in zwei Teilen hochladen. Wenn das jetzt nicht dann bald aufhört mit Laden, dann werde ich die Aufnahme unterbrechen. Naja, okay. Ich werde auch ein bisschen zügig spielen, jetzt gerade bei der ersten Mission, bei den anderen da. Eher ein bisschen langsam, aber das wird dann schon passen. Not enough, Carlos. You know Bowman, right? Carlos. It's Mason. What's up, Carlos? So you get what we need? He will be in here. The plantation.
Also das da, der ist jetzt der, ja, auf jeden Fall ist das der Woods. Genau, der links ist der Carlos und der vor uns, das ist der Bowman. Wir werden uns mit Carlos an eine seiner Zuckerrohrplantagen treffen. So geht man nicht mit Frauen um. So, und jetzt geht's auch schon gleich ab, ohne großartiges Tutorial oder so. Jetzt haben wir ASP und M16. Multiple Attachments mit verschiedenen Sachen drauf. Ah, das sind Zivilisten, okay, da müssen wir aufpassen, weil ich erschieße nicht gern Zivilisten. Da werde ich euch nachher noch einen kleinen Trick zu zeigen. Und ich habe irgendwie ganz schön laut und ich höre eh fast nichts, deswegen mache ich jetzt mal leiser. Ah, zu leise. Ich weiß nicht, ob ihr das da mitbekommt, wie ich leiser mache, also. Ja. Ihr schaut jetzt, ihr will nicht an Zivilisten eingeschossen. Ja gut, aber. Das ist ja, ah, bitte. Okay, sowas darf noch nicht mal passieren. Aber jetzt muss ich immer... Boah, das Auto brennt, genau zielen, bevor ich irgendwo hinschieße. Damit ich keine... muss kurz ZZ-Runde machen, einen Moment. Ah, shit. Damit ich keine Zivilisten anschieße. Jetzt beile ich mal hier, hier mal so ein bisschen mitspielen, das ist ja... Ach, das ist Carlos, ups. Ich renne jetzt einfach durch. Oh, ich habe leer. Wenn wir leer haben, können wir die Sekundärwaffe rausholen. Dann ups, und jetzt muss ich halt hier auch nachladen. Das ist jetzt blöd so. Aber da habe ich immer noch schneller nachgeladen wie mit anderen Waffen. Da gehen wir gleich mal Vollgas mit dem Auto, ne? Können wir da auch großartig lenken, können wir nicht, also das... Wir können zwar lenken, aber es ist nicht so, dass es irgendwie irgendwas bringt. So. So, jetzt werden wir zu Fidel Castros Villa geschickt, um ihn dort anzugreifen. Das sind wir jetzt hier so, das, ja. Und da kommen wir anscheinend auch her. Das. So, jetzt geht's los. Hold to zipline, dann können wir da zipline und dann so da. Wee, da runterrutschen. Ich habe mich jetzt echt beeilen, das Spiel zu spielen. Gerade weil ich nicht so viel reden sollte und so. Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Weiter, 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 das dauert so lang, Mensch. Bleib mal hier direkt bei dem Bowman. Bis da, das war gerade ein Fahrzeugkonvoi, den müssen wir vorbeilassen. Bowman, left flank. Move out. Da oben sind jetzt welche. Bowman.
schon erwischt. So. Move quickly! This way, upstairs. Got it. Castro's paranoid. With good reason. Aber nix. We've been trying to get him for 3 years. Today's the day we succeed. Also, der Woods ist der Meinung, dass der Castro etwas... einen habe ich schon erwischt. Etwas paranoid ist. Deswegen hier ein ziemliches Geschiss drum macht mit Wachen und Aufpassen und so. Ne? Ja, da nehmen wir mal keine Waffe mit. Die Waffen, die wir haben, die reichen uns. Shit. So. Auf geht's weiter. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Und er läuft durch die Tür wie ein Geist. Ah. So, also Bowman geht jetzt da gerade aufs Dach und macht praktisch so undercover. Und Woods und ich, wir bleiben jetzt mal hier und prügeln, schießen ja die Scheiße aus den Kubanern raus. Ah. Nicht, dass ich irgendwas gegen Kubaner hätte, lauf da rein. So, jetzt gerade arschknapp. Und ja, falls ihr euch wundert, warum ich so schlecht im Zielen bin, ich benutze meinen Xbox-Controller, weil ich den für Let's Plays immer gern benutze. Dann kann ich mich zurücklehnen, wenn ich schon die ganze Zeit sprechen muss. So, und jetzt vermuten wir, dass er da drin ist, aber nope. Ah, komm du hier. Hm? So. Da müsste jetzt eigentlich drin sein. Ah. Volltreffer versenkt. Mach das noch einmal. So, tot. Den haben wir erwischt, ja? Oh, was ist das wäre was für eine Trophäe oder so. Auf der PS3 oder auf der Xbox gewesen für einen Erfolg. Wenn man das Ding da in die Luft jagt, jetzt bin ich gestorben, das tut mir leid, ich war unkonzentriert. Moment, muss nochmal kurz Headset wegmachen, weil ich husten muss. So, ich hoffe, man hört's nicht zu... Scheiße, mein Controller... Ah! Ah, nein, 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 mein Controller war aus! Nein, nein! Ah, shit. Wenigstens habt ihr jetzt gesehen, dass es ein bisschen was bringt. Hätte ich nachgeladen, dann wäre ich wahrscheinlich früh gestorben. Ich habe meine Waffe gewechselt und habe gleich geschossen. Ah, jetzt zum dritten Versuch und diesmal muss es aber klappen. Und dann, wenn er durchrennt, dann... Ah, nein, 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 nein! So. Schau mal, Granaten haben wir ja. Haben wir ja genug davon und so. Ja, das ist Bowman. So, dann hier gleich weiter. Ah! Dachte ich gerade, der wäre noch am Leben, wo ich, als ich ihn schon gemessert hatte. Und ich sollte besser in Deckung gehen. Spielt zwar auf Soldat, aber deswegen kann ich glaube trotzdem sterben, oder? Yeah. Ah, ey. Ich habe doch gar keine Chance, da überhaupt reinzukommen, ohne dass ich angeschossen werde.
So. Na, da unten geht's jetzt auch voll ab. Ich hasse es, wenn ich angeschossen wurde und dann nachladen muss. Ja, dann habe ich immer das Gefühl, dass ich jetzt dann gleich komplett abkacke. Ja, und du hier, Woods, du lässt den auch komplett einfach stehen oder was? Ist ja egal, wenn er jetzt mich und Bowman abballert. Da haben wir Granatwerfer und da würde ich gleich mal sagen, dass wir es mal ordentlich krachen. Sehe ich nichts wegen der Schrift. So. Okay, ja, das hat jetzt nichts gemacht. Wir lassen mal im 16 kurz liegen. Ich tausche mal die ASP gegen Anna. Ach nee. Ich wollte die APG nicht, das komische Dings da. Was es auch immer war. Muss irgendwas sein. Ach da. Ein Auto mit. Ah. Ja, und die schießt natürlich komplett daneben, ist ja. Ach komm, ey! Mann, 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 Mann. Komm, das schaffe ich jetzt. Dann nehme ich doch einen Granatwerfer. So. Dann hat sich das. So, da oben. Ich mein, so, und da ist gerade nochmal. Ja, da ist nochmal einer. Aber ich sollte ihn treffen. Sonst kann ich da lang drauf schießen. Lad doch nach, Mensch, lad doch nach. Du hast auch nicht einen ganzen Tag Zeit. Ups, da habe ich gerade irgendwas voll in die Luft gejagt und... Ja, das ist ja nur die Granate, die ja hätte explodieren sollen oder so, aber... Macht ja nichts. Und vor allem der Faktor, dass es meine war und ich jetzt ja... Oh shit, ich hab bald keine Munition mehr, das ist gar nicht gut. Es ist jetzt das Zuckerfeld von... Die Zuckerplantage, von der Carlos gesprochen hat. Sorry, war ein kleiner Leck drin. Ach nee, Mann. Ich hab's Auto gar nicht schlecht getroffen, ne? So, jetzt rappen wir mal da runter so und sind unten. Und das hier ist der Kepeda. Kepeda. Könnte ja jetzt was bringen, was enorm lustig wäre, aber ich weiß nicht, ob es rassistisch ist. Deswegen lasse ich es lieber mal weg. Ist ganz sicher nicht rassistisch, also das ist ja. Ah shit, nee. Sagte ich gerade schon, ich werde hier jetzt so Bock da reinzuspringen. Aber nein. Man lebt ja nur einmal. Jetzt sitzen wir da so sexy drauf und können mit dem LMG runterfallen. Das ist eine geile M60, sehe ich gerade. Bam. So, das ist doch besser, wenn wir die anschießen, das müsste aber... Das wissen eigentlich, glaube alle. Wenn wir die anschießen, dann macht's Peng. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass er mal nachladen muss oder so. Er hat, glaube... Also ich, der Mason, der hat gerade irgendwie gerade so... genug Munition noch drin, also das hört irgendwie nicht auf, aber... Ah. Und überhitzen tut das Ding auch nicht, also das so... Ich jag jetzt einfach mal viel in die Luft, so kann er nicht schaden hier. Ah, nee, das sind jetzt irgendwelche Fahrzeuge und die blockieren jetzt da das die Rollbahn. Und der Mason heldenhaft springt aus. Wir rennen zu dem Geschütz und ballern hier die Scheiße aus dem raus. Flugzeug schießen. Ah nee, mach's lieber nicht, komm.
Und jetzt haben wir voll eine auf die Fresse bekommen. Das kannst du, die alte Schlampe, auch schon wieder. We killed you. No. You killed a double. You think we didn't know your plan? We always know. Do with him what you wish, General. He's my gift to you. Ich. In honor of our Moment, muss kurz Zeit runter machen. Just make sure that he suffers. He will know suffering beyond his darkest fears. I have. Ist okay. Also der Fidel hat uns jetzt praktisch gefangen genommen. Ah. Hat uns dem Dragovic geschenkt. Und der Dragovic hat gesagt, ich habe jetzt Pläne für dich, Amerikaner. Und sozusagen war das jetzt auch schon die erste Mission. Jupp. Das war's, und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Part, bis zu Part 2. Mach's gut.